Genauso bricht das Fasten, wenn die Frau ihre Periode oder ihr Wochenbett bekommt. Ja, das bricht natürlich das Fasten. Aber sie hat hier keine Sünde begangen. Im Gegensatz zu wem? Im Gegensatz zu wem? Alle schlafen? Sie hat keine Sünde begangen, wenn sie ihre Periode bekommen hat während dem Fasten. Im Gegensatz zu wem? Diejenigen, die Geschlechtsverkehr haben, beispielsweise, wer noch? Die gegessen haben, Leute, die anderen, die mit Absicht ihre Fasten gebrochen haben, haben eine große Sünde bekommen. Aber die Frau bricht hier ihr Fasten und hat dadurch keine Sünde bekommen. Und hat davon keine Sünde bekommen, weil sie hat ihre Periode oder ihr Wochenbett oder was auch immer bekommen. Ja, in diesem Fall muss sie diesen Tag nachfasten.